Das erste Thema ist Unternehmen und ich bin ja da sehr viel unterwegs, kenne sehr viele große und kleine Firmen. Und dann höre ich immer, beim Unternehmen sind so Sachen heute ganz, ganz wichtig, wie die Werte. Ja, Unternehmen braucht Werte, liest man in der Zeitung, steht überall, kennen wir gut. Andere sagen, Unternehmen, das leben will, sich entwickeln will, braucht eine Kultur. Ja, Kultur, also eine Unternehmenskultur. Jedes soziale System hat eine Kultur, sagt man, braucht eine gute Kultur. Was ist eine gute Kultur? Ja? Viele sagen, ja, das ist alles schön und gut, aber heute Unternehmer zu sein, Unternehmen zu führen, zu organisieren, ohne eine Sinngebung, ist ja völlig unmöglich. Jetzt, wie soll man in dieser verrückten Welt dem Unternehmen einen Sinn geben? Das ist gar nicht so einfach. Ja? Gut. So viel zu Unternehmen. Ich mache einen ganz knappen, kurzen Vortrag und dann können wir schön diskutieren. Wenn ich an das denke, und da muss ich hinzufügen, ich habe auch in diesen vielen schönen Jahren sehr viele Lehrer gehabt, habe viel Philosophie und sowas gemacht, dann merkt man sehr schnell, wie wichtig plötzlich Themen sind, wie die Moral, ja, oder auch wie die Ethik. Man bemerkt auch sehr schnell, dass diese Sachen etwas mit dem, was man so allgemein Gemeinwohl nennt, zu tun haben. Ja? Also es ist ganz klar, wenn ein soziales System funktionieren soll, braucht man irgend so was wie Moral und Ethik. Und das Schlimmste ist das, einer meiner Lehrer hat gesagt, wir leben im Zeitalter des unverantworteten Geschwätzes und die meisten Leute wissen gar nicht, was das was ist. Und sogar wenn man dann im philosophischen Zirkel drin sitzt und da merkt man auch, dass es da viele Leute gab, die das anders gesehen haben. Aber ich glaube, bevor ich zum Menschen und zum Manager werden sollte, sollte ich sowas wissen. Und deswegen erzähle ich das immer in meiner Managementart, ganz einfach und ganz trivial. Es ist nicht gar nicht so schwierig alles. Ja? Ich fange mit der Moral an. Die Moral ist etwas, das mag ich gar nicht so sehr. Mann tut das nicht. Ja? Oder Frau tut das nicht, also Mann mit einem Mann. Ja? Keiner sagt einem, warum es gibt. Wenn ich an Moral denke, komme ich immer auf Gebote und Gesetze. Ja? Moral heißt immer, da ist ein Gebot da, da ist ein Gesetz da. Moral klingt auch nach Strafe. Ja? Moral ist oft unfreiwillig, das ist eines der Probleme, ja, und sehr widersprüchlich. Wenn ich zwei Beispiele bringen darf, Verkehrsmoral und Sexualmoral. Ne? Wir haben ja Gesetze, das ist auch ein Teil der Verkehrsmoral. Jetzt ist eigentlich bei der Verkehrsmoral eine tolle Situation da. Wenn wir alle Regeln einhalten würden im Straßenverkehr, hätten wir sofort mehr als 40% weniger Unfälle. Das kann man belegen. Weil sobald ein Mensch so ein Kästchen drin hat, das alle Daten misst und überträgt, und er fährt normal, hat er sofort die Hälfte Unfälle. Ja? Das heißt, wir könnten, wenn wir zum Beispiel uns an die Verkehrsmoral halten würden, könnten wir in Deutschland 2000 Menschen den Tod ersparen und vielen Leuten Verletzungen und anderes mehr. Ja? Macht man aber nicht, warum? Weil es eine andere Moral gibt. Eine gute Moral gibt, sage ich immer, dass es ja ganz fies ist, wenn man einen da heimlich kontrolliert. Ne? So geschwindigkeitsmäßig. Und wenn dann natürlich die Polizei in Deutschland einen Marathon macht, einen Verkehrskontrollmarathon, dann kriege ich vom Bayerischen Rundfunk gemeldet, den ich mit meinen Steuergeldern bezahle, ja, wo die stehen. Ja. Das ist ein lächerliches Beispiel, warum Moral absurd ist. Ja. Aber die Moral, dass man halt heimlich nicht auf jemand kontrolliert, schlägt da offensichtlich eine Moral. Es gibt viele Moralen und Gesetze, die werden eingehalten, obwohl sie gar nichts bringen. Ein Menschenleben retten oder sowas. Ja. Ganz schönes Beispiel aus allen Zeiten ist Sexualmoral. Ne? Da will ich jetzt nicht zu viel drüber reden, obwohl es ja ein sehr spannendes Thema sicherlich ist. Aber wenn ich eben dann so mit dem Rad durch die Gegend fahre und dann sehe ich diese, was ist zurzeit Calcedona oder so ähnlich, so die Werbung, so die nackte Frau da, ne? Verursacht eine sehr hohe sexuelle Appetenz natürlich. Und nebendran sitzt dann die Frau aus dem Islam verschleiert und wartet, bis sie dann mit 22 in die Türkei verheiratet wird. Beides sind Moral. Ja? Und auf der anderen Seite gegenüber, und vielleicht noch so ein großes Plakat, wo drüben steht, treib so oft, wie du willst, aber bitte nimm ein Verhüter. Ja?
Also es ist eine Widerlegung von Moral für mich schon, weil wenn die eine Moral sagt, das ist so und die andere sagt das Gegenteil, da passt doch was nicht. Ich mache es ganz kurz, ich bin ein großer Skeptiker, was die Moral angeht. Ja? Was mich besonders an der Moral stört, Schaden wird billigen in Kauf genommen. Ja? Früher war das ganz schlimm, ein junges Mädchen hat zu früh Sex, kriegt ein Kind, ja, dann war es halt die Hexe. Und es gibt ja viele Geschichten, dass dann die Kinder, gerade jetzt wieder Norwegen und so weiter, SS-Mütter, völlig wurscht. Auch Strafe ist übrigens Schaden. Ja? Strafe ist Schaden, wenn ich einen einsperre, ist es ein Schaden. Ja. Aber Gerechtigkeit braucht man und das muss so sein und wird es halt gemacht. Die Ethik, ich möchte darauf hinweisen, da könnte man viel mehr drüber reden und da kann man so viele Varianten und Feinheiten diskutieren, ich tue das sehr stark vereinfachen. Die Ethik, da ist es, geht es um was anderes. Bei der Ethik sagt man nicht, man tut das nicht, so ist es idealtypischerweise. Wir werden sehen, dass das sehr oft ganz schnell wieder umkippt. Ja? Bei der Ethik sagt man, ich entscheide, der Mensch entscheidet. Jetzt ist uns allen klar, das wäre ja höchst gefährlich. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich meine richtigen Zettel immer, genau. Wenn, ich jetzt, wenn jeder so rumentscheiden würde, wie er Lust hat, könnte es ja ins Chaos enden. Also gibt es gewisse Bedingungen. Eine Bedingung ist, derjenige, der da entscheidet, der braucht auch eine Maxime, eine Regel, nach der er entscheidet. Ja, ganz einfach. Jetzt gibt es noch eine zweite Bedingung, ein Mensch, der so eine Maxime sich auswählt, sollte die auch sittlich verantwortet übernommen haben. Das heißt, er sollte sie prüfen, ob sie seinem eigenen Anspruch standhält und ob sie auch gemeinverträglich ist. Nicht, wenn was mit der UNO-Charta zusammenpasst, könnte man sagen, das wird schon gemeinverträglich sein. Ja? Okay, das ist ganz wichtig. Was auch ganz, ganz wichtig ist, und jetzt sind wir schon langsam auf dem Weg auch zum Manager oder zum Menschen, Familienvater, Mutter, was auch immer. Diese Fähigkeit muss vorhanden sein, eine Güterabwägung, wenn man so einer Regel folgt, dann hat man immer Interessenskonflikt. Ja? Und so eine Güterverantwortung verantwortet durchzuführen. Einverstanden? Und das ist nicht immer einfach. Das heißt, wenn jemand ethisch handeln will, ist das ein hoher Anspruch. Wir haben vier Bedingungen. Ne? Braucht eine gute Maxime. Ja? Und was auch meistens der Anspruch der Ethik ist, Schaden minimieren. Man sagt heutzutage, ein guter Richter ist ein Richter, der ein Urteil fällt, das beiden Parteien halbwegs ausgeglichen und in der Summe am wenigsten schadet. Ja? Dieser Richter, der so handelt, ist ein anderer Richter als der, der sagt, hey, es muss so sein, es wird so entschieden, der muss dafür bestraft werden, was er gemacht hat. Ja? Und das ist auch eine Verschiebung, die wir in der Gesellschaft im Laufe der Zeit wahrnehmen. Jetzt bringe ich nur der Vollständigkeit halber noch ein paar Worte zur Ethik und dann kommen wir gleich zum Unternehmertum. Also, ein paar Ethiken hier noch notiert. Das ist alles nachlesbar in Wikipedia und so weiter. Ich sage immer zum Harald, wir machen hier Internet und dann sagt er so, müssen wir aber kein Internet, kann ich das selber nachlesen. Also die ersten Ethiken, die Glücksethik. Ja. Ganz alt, ich bin kein Humanist, ich weiß nicht, wer der großen griechischen Künstler das war, auch nicht. Aber erste Ethik in Griechenland, maximiere das Glück aller. Von dir selber und von anderen, ja. Ist eine gute Ethik, finde ich, wahrscheinlich aber nicht durchführbar, weil in unseren täglichen Situationen der Entscheidung ist es sehr schwer, alle glücklich zu machen. Und mich selbst will ich ja auch glücklich machen, da gibt es dann schon Widersprüche, ja. Die Tugendethik, eine wunderbare Ethik, nur da habe ich das Problem, also handle tugendhaft. Jetzt muss ich aber anschauen, was sind die Tugenden, da habe ich wieder ein Dilemma. Auch eine ganz klassische griechische Ethik. Eine Regel, wo man sagt, die heißt auch goldene Regel deswegen, dass die in allen Religionen dieser Welt so inne wäre als zentraler Punkt, ist die goldene Regel, auch mit mir nachzulesen. Ganz einfach Regel, die heißt, tu keinem das an, was du nicht willst, dass man dir antut. Ja? Ganz einfach.
ist auch schwierig, wenn ich ein Manager bin und ich will haben, dass alle meine Chefs sehr viel Zeit für mich haben, habe aber viele Mitarbeiter, wie kann ich denen sehr viel Zeit geben? Also es ist sehr schwierige Ethiken. Ja. Jetzt kommen ein paar Ethiken, die sind sehr, sehr schwierig. Zwei davon habe ich jetzt notiert hier. Das erste ist die Pflichtethik. Ja. Zur Pflichtethik braucht man nicht viel sagen, aber es gibt wirklich Philosophen, die haben gegen die Pflichtethik gekämpft. Die Pflichtethik heißt das, ich handle dann gut, wenn ich meine Pflicht folge. Also wenn Sie sind mein Chef und sagen, mach das nur, mach ich's, weil ich folge Ihnen, also bin ich ethisch auf der Sache und Seite. Ja? Ganz gefährliche Ethik, die Pflichtethik. Folge deinem Gewissen. Ja? Ist eine blöde Ethik, weil dir erst im Nachhinein hilft. Ja? Ich mach was, ich schlage ihm eins drüber und dann sage ich, scheiße, jetzt habe ich schlechtes Gewissen. Ja? Das hilft mir ja vorher nichts. Ich muss ja vor der Handlung mich entscheiden. Einverstanden? Ethik heißt, ich entscheide und dann handle ich. Das ist ja ganz wichtig. Wenn ich nicht handle, ist eh alles wurscht. Entscheide kann ich alles, wenn ich nichts mache. Ja? Entscheide mich, jetzt stehen zu bleiben. Aber ich gehe weiter. Gut. Ja, es gibt noch eine Ethik, die mir sehr gut gefällt. Die kann ich noch ein bisschen expliziter. Die heißt Ethik, die nennt sich das Prinzip des biophilen Handelns. Die kann ich nachher noch vorlesen, wenn Interesse ist. Das ist nur ein langer Satz. Und was generell eben so ein Problem ist, und da gibt es tolle Aufsätze von ganz tollen Philosophen, die auch sehr bekannt sind, ist eben die Verantwortungsethik versus einer Gesinnungsethik. Das ist also eine Philosophie, nur wenn man einer mal das nachliest, ganz wichtig. Es gibt halt Ethiken, wo ich an die Folgen meiner Handlung denke und Verantwortung übernehme. Und es gibt Ethiken, wo ich sage, ich bin der Gesinnung und deswegen handle ich so. Ganz einfach. Wir werden die Parallelen zum Unternehmer nachher sehen. Man kann immer auch so oder so handeln. Jetzt nur noch eine Anmerkung zu Ethiken. Keine Ethik oder Ethik ist unmöglich. Unmöglich, wenn die Fähigkeit nicht vorhanden ist, ein selbstständiges Urteil zu fällen. Ich habe vor kurzem wieder einen Vortrag gehört vom Professor, oh Gott, wie hat er geheißen, im Radio, der sagt, die größte Aufgabe der, natürlich die Lehrer hier besonders an, der Bildung, also der Bildungsträger, ist die Menschen, den Menschen zu helfen, die Fähigkeit zu erlangen, ein autonomes Urteil fällen zu können. Ja, also das halte ich für Manager für sehr, sehr wichtig. Da gibt es ja, wenn ich da ein bisschen Spaß, es gibt ja die Frage der Philosophen und der kleinen Kinder, ist die bekannt? Das ist so Philosophie, erstes Semester, woher weißt du das? Woher weißt du das? Ja? Weil was ich alles Quatsch heute in der Zeitung gelesen habe, ich denke noch das Leibnizsche Telefon oder sowas, ja. Woher weißt du das? Ja. Steht nur Bullshit drin, weil wenn alle Deutschen überwacht werden und die Merkel auch mal mit einem Deutschen telefoniert, wird sie überwacht. Ja. Und wenn es ein Handy hat, das sicher ist und kein anderer hat so ein sicheres Handy, kann sie mit niemandem telefonieren. Ja. Aber das sind so die Späße des Informatikers zu solchen Sachen. Oh, ihr bösen Amerikaner. Die Merkel sagt, das ist mir doch scheißegal, wer mich überwacht. Ich bin omnipotent und soll's. Aber ich muss das so tun, als ob. Man muss nur richtige Maße und Omnipotenz erreicht haben, dann ist dann alles wurscht. Ja. Wenn ich böse bin, sage ich, weiß ich aus eigener Erfahrung, aber das bitte ich nur als Witz zu betrachten. Gut, zurück zum Thema. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist eine ganz große Aufgabe, wirklich in der Lage zu sein, kritisch nachzufragen. Und die zweite Frage der Philosophie heißt dann, woher weißt du, dass das wahr ist? Wenn du weißt, die Frage, kann man dann weiterspielen. Okay. Jetzt gehen wir aber rüber zum Thema Management. Und da tue ich die Karte leider rüberheben und dann tue ich diesen Platz hier nutzen. Also mein Hobby ist schon immer so ein bisschen Managementliteratur. Ich bin öfters in St. Gallen. St. Gallen sind die Erfinder des St. Gallener Managementmodells. Das ist wirklich weltweit sehr berühmt. Und früher hat man dann die Welt aufgeteilt, des Managers in zwei Welten. Die erste Welt, ganz einfach, das war die operative Welt. Ja? Das war das Rumgebuhle. Wir Manager sind alle sehr extrovertiert und schwätzen und laufen mal rum und wollen Kunden haben und wollen Mitarbeiter haben und wollen alle überzeugen. Das ist die operative Welt.
Und dann haben die aber gesagt, das Operativ reicht nicht. Ja? Wir brauchen auch eine strategische Qualität. Und das mache ich jetzt ein bisschen anders. Ich mache mal Operativ hier hin und strategisch dahin. Und dann haben sie gemerkt, mit den ganzen 5-Jahres-Plänen und mit dem ganzen strategischen Zeug und so weiter, das klappt ganz gut, wenn man die Welt beeinflussen kann, wenn man viel Macht hat. Aber es klappt immer weniger, weil die Leute immer intelligenter werden. Und hey, wir brauchen noch eine dritte Qualität, die ist neu. Das ist das Normative. Das ist klassische Sankt-Geiger Management-Theorie, Version 4.0, ja, also Industrie 4.0. Ich habe heute jemanden, hat mich heute angerufen, hier gibt es die Zeitung raus, 4.0. Ob ich da mitmache, nur Spaß, ja, ganz witzig. Ja, 4.0. Und jetzt geht es darum natürlich, das ist jetzt ein Dreieck. Ich bitte das mal als Modell zu betrachten. Da kann man auch ein bisschen anders, man könnte auch 4 Dimensionen machen. Aber 3 sind ganz gut, weil die meisten von uns nur bis 3 zählen können, im Gehirn zumindest. Ja. Okay, Kompetenz beim Operativen ist klar, da brauche ich nicht viel sagen, aber da wird, wenn ich jetzt fragen würde, würde jeder sagen, ja, der muss halt fachlich Bescheid wissen und der muss halt kaufmännisch gut sein. Und der muss ein bisschen extrovertiert sein, dass er auch zum Kunden hinläuft und so weiter. Ja. Würde man vielleicht sagen, ja, der Operative, der muss die Kommunikation fähig sein, der muss also auch mal E-Mail fehlerfrei schreiben, vielleicht, wenn es möglich ist, ja, ist ja schwer genug heute. Oder er sollte auch mal vielleicht einen Vortrag halten können oder irgend sowas halt. Ja, das sollte so ein Manager auch können. Ja. Ja, und wenn er besonders gut ist, dann sollte er vielleicht noch verhandlungssicher sein, habe ich jetzt mir aufgeschrieben, da könnte ich jetzt Stunden drüber reden. Sollte also nicht gleich, wenn der böse Kaufmann vom Daimler kommt und sagt, also 20% weniger, die sagen, jawohl, sondern verteidigen sich und solche Sachen halt, ja. Er sollte vielleicht eine gute Kinderstube haben, nicht übertrieben, ab und zu muss man auch mit dem Schuh auf den Tisch hauen, haben auch schon eine Folge gemacht. Und er sollte, ja, das ist ganz neu, modern, gesetzestreu sein. Hat vor ein paar Jahren auch eine große Rolle gespielt, heute haben wir Compliance und CSA und so weiter, werden zertifiziert, dass wir auch wirklich Compliance-treu sind. Gesetzestreu. Und dann sage ich, naja, das sind ja alles ganz normale und nützliche Qualitäten, die erwarte ich eigentlich von allen Leuten, mit denen ich gerne zusammen bin. Aber für jemanden, der so Manager sein will, da reicht das nicht. Ja? Der muss mehr bringen. Was muss der bringen? Zuerst mal haben wir gesagt, das Strategische, wie gesagt, ein bisschen willkürliche, wir können dann auch ein bisschen nachklappen und herschieben. Aber für mich als strategisch, und das hänge ich vielleicht mal so hin, es muss, das ist das Führungsmoment. Jetzt geht es langsam um Führung. Jetzt verlassen wir das Rumgehampel und das Managen und Exekutieren und so weiter. Jetzt kommen wir auf die Führung. Und das ist jetzt meine Einteilung so ein bisschen, was würde ich jetzt da erwarten? Und dann merkt man, ich erwarte da plötzlich eine ganz andere Qualität. Ich gehe davon aus, dass so ein Manager, er sollte zum Beispiel auch konfliktfähig sein, ja, wenn er strategisch wirken will. Und konfliktfähig heißt übrigens vor allem, was heißt Konfliktfähigkeit? Nur so als Spaß zwischendurch, aber sehr ernster Spaß. Weiß keiner? Konflikte, die unnötig sind, nicht eingehen. Das ist ein ganz großer Vorteil. Das spart viel Zeit und Geld und gewinnt dann meistens. Ja? Also keine Konflikte eingehen, die es nicht wert ist einzugehen. Wenn es wert ist, dann ihn auch eingehen und dann auch möglichst gewinnen. Das heißt Konfliktfähigkeit. Entschuldigung, aber ist das wahres Kampf? Ja. Jetzt kommt etwas ganz Neues. Das haben sie erst ganz spät entdeckt, vor ca. 10 Jahren. Das ist die Empathie. Seit 10 Jahren gibt es ganz viel Management-Literatur, wo drinsteht, ein guter Manager oder Führer muss empathisch sein. Bis vor 10 Jahren gab es keine Empathie. Ja. Es ist zwar bewiesen, dass auch Hunde und Katzen Empathie haben, Menschen sowieso, aber es hat keine Rolle gespielt. Es war tabu. Gab es nicht. Kann man nachlesen. Gut. Und dann ein Thema, das mir sehr wichtig ist, liegt daran, weil ich vor 2 Jahren ein Philosophie-Seminar über Feindseligkeit gemacht habe. Und da ist mir erst bewusst geworden, wie viel Feindseligkeit täglich in uns allen steckt. Ja, ich beim Schafkochen will ich immer gewinnen. Das ist mein oberes Ziel. Ja. Findet der Harald immer sehr feindselig. Kein Spaß. So eine Führungskraft sollte versuchen, ihre Feindseligkeit zu reduzieren. Das ist auch für den Erfolg wichtig. Man sollte versuchen, die Menschenfreundlichkeit ein bisschen zu erhöhen. Und viele Menschen, gerade im Alter, die verbittert sind,
sind schlichtweg feindselige Menschen, da gibt es viele Beispiele. Und ich versuche mich immer zum menschenfreundlichen Menschen zu dressieren, was aber sehr, sehr schwierig ist. Aber ich schaue es. Widerspruch? Gut. Ja, und das ganz. Das haben Sie nicht aus dem Zusammenhang gebracht, die sind so böse. Ich habe noch einen Punkt, der mir wichtig erscheint, aber das ist auch wieder ein bisschen ein Spaß. Ich meine, und da sind wir auch ein bisschen schon langsam zum Narrativen, die Unterschiede von Ethik und Moral sollte man auch verstehen. Ihr habt es jetzt alle verstanden, also ihr habt schon großen Vorsprung. Gut, dann machen wir weiter. Das Normative, das Neue. Beim Normativen, glaube ich, da muss man jetzt als Mensch, der im Unternehmen oder in welcher wo auch immer drin steckt, bereit sein, jenseits der Verbindlichkeit zu begeben. Das kann ich beim Monopoly-Spielen auch alles machen. Ja? Jetzt muss ich anfangen, wirklich, ich sage, unternehmerisch zu denken. Das ist so, finde ich, jetzt die ganz große Herausforderung. Jetzt geht es plötzlich, dass man sich identifiziert, aber nicht nur identifiziert, sondern auch wirklich anfängt, sich mit dem, was ich da drüben hingehängt habe, ja, mit diesen Dingen hier aktiv, proaktiv auseinanderzusetzen. Ja? Das ist schon schwierig. Und jetzt brauche ich plötzlich Dinge, die in den anderen Rollen auch nicht schaden, aber hier werden sie spätestens notwendig. Jetzt brauche ich sowas wie den Willen auch zur Veränderung. Das ist ein Riesenproblem. Die Zeiten ändern sich. Und weder als Mensch noch als Unternehmer hat man die Chance zu überleben, wenn man sich nicht verändert. Ja? Und so wird langsam, jetzt, für mich sind ja alle Menschen Manager. Ja? Für mich ist ja die Mutter genauso eine Managerin, die ein Kind erzieht, wie jemand anderes auch. Deswegen gehört das alles zusammen. Aber keine Angst, ich kenne niemanden, der das erfüllt. Ja, das ist auch ganz klar. Aber wenn man sich selbst so bewertet, ob stehe ich denn so als Manager, würde man sagen, ja, so. Und ich kann auch hin und her schieben. Ich kann sagen, der Führungsmoment ist vielleicht auch da oben ganz wichtig oder sowas. Das kann man jetzt alles hier machen. Diskussion ist ja noch vor uns. Ja, und jetzt kommt der Roland Dürre. Ich bin ja ein Papst des Agilen. Scrum, Kanban, alles mehr was. Also nicht mehr so das Dogmatische. Und so ein Manager und ich dann, das ist ein agiler Manager, der ist gut. Ja. Wenn ich das Gute nenne, dann nenne ich auch gegenseitig davon. Ich meine, der ist eben nicht dogmatisch. Ja, Dogmatik ist das Allerschlimmste, ist ganz einfach. Jeder Mensch hat seine eigene Welt, jedes Unternehmen hat seine eigene Welt. Und wenn diese Welt für mich das Eins und A ist und die alles so macht, wie die Welt es erwartet, dann kann es gar nicht gut enden. Also ich bin ein Freund in der agilen Management-Lehre. Und jetzt komme ich zum ganz großartigen Abschluss, der ist mir erst heute Morgen eingefallen. Ich habe allerdings vergessen, dass der Herr Schindler gar nicht hier redet. Das sieht der Herr Zittel am letzten Abend. Der Herr Schindler hält für uns einen wunderbaren Vortrag jetzt in Bonn-Würn. Und da spricht er von Bau. Ja? Und er sagt, Bau ist vorbei. Und mit Bau meint er Business as usual. Dann sage ich, Jörg, wann ist denn Bau vorbei? Sagt er, weiß es nicht. Er ist Zukunftsforscher nicht. Er war ja bei den Unternehmen, wo er gearbeitet hat. Die haben ja für ÖBB und später RDS einen Blick in die Zukunft werfen sollen, wie lange hält das Öl noch und solche Fragen. Und dann sagt er, weiß es nicht. 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, aber Bau ist demnächst vorbei. Ja? Dann sage ich, na Jörg, wenn Bau, ich hänge das mal da drüben hin, passt jetzt zwar nicht zum Persönlichen, aber wenn Bau vorbei ist, dann haben wir ein Problem. Jetzt kriege ich die Karten nicht vor. Ja? Wenn Bau vorbei ist, also das Business ist usual, dann bin ich mir fast ganz sicher, dann gibt es einen Jau, größten anzunehmenden Unfall. Das ist ein Problem. Und deswegen brauchen wir viele, viele gute Menschen und Manager für den Turnaround, den wir machen müssen, bevor wir nach dem Bau den Gau kriegen. Herzlichen Dank fürs Zuhören.